Es kann so schnell gehen. Ein Unfall, Krankheit oder was auch immer, ist auch völlig wurscht, aber stellt euch vor, ihr könnt dann nicht mehr campen. Sitzt im Rollstuhl und das Wohnmobil, der Wohnwagen, ja, funktioniert nicht mehr. Es gibt nur ganz wenige Hersteller, die sich darüber Gedanken machen. Es gibt auf jeden Fall Brecht Caravan in Heilbronn, die seit Jahren sich schon bemühen, Fahrzeuge um- und auszubauen. Und jetzt gibt es tatsächlich den ersten Kastenwagen, den man für Rollis konzipiert hat. Tolle Geschichte, schaut euch das an. Ich will es jetzt nicht beschreien, es darf einfach nicht passieren, aber ich denke einfach nur mal auch an Rollatoren. Irgendwann sind wir alle in einem Alter, wo es vielleicht nötig ist, mit sowas zu fahren. Auch da sollten wir uns schon langsam mal Gedanken machen. Deswegen finde ich es gut, dass sich da langsam aber sicher jemand Gedanken macht. Danke Brecht Caravan und danke Hobby, dass ihr jetzt zumindest mal Wohnwagen dafür zur Verfügung stellt. Schauen wir uns an. Brecht Caravan hat einen Kastenwagen entwickelt, der speziell für Rollifahrer geeignet ist. Das ist außergewöhnlich und mit Sicherheit nicht leicht umzusetzen. Ganz wichtig, es gibt eine Rampe. Diese Rampe wird aber ersetzt werden durch einen kleinen Aufzug. Also das ist hier nur ein Modell. Der ganze Innenausbau orientiert sich daran, dass man mit einem Rolli tatsächlich sich im Fahrzeug bewegen kann. Eine Klesana ist hier verbaut. Ein Duschvorhang als Sichtschutz wahrt die Intimsphäre. Im Fahrerhaus kann der Tisch eingehängt werden, sodass man zusammen mit dem Rollifahrer am Tisch sitzen kann. Alles gut durchdacht. Stauraum gibt es in Hülle und Fülle. In den Oberschränken lässt sich viel verstauen. Vielleicht fällt euch auf, dass das Bett auf unterschiedlichen Höhen ist. Das ist noch ein Prototyp und man möchte hier nur darstellen, dass es unterschiedliche Höhen geben kann. Also nicht ganz so hoch oder deutlich höher. Eine kleine Küche, Küchenschränke und ein kleiner Kühlschrank. Und eine Dusche, eine durchdachte Dusche für einen Behinderten, der ja eine wesentlich größere Duschfläche braucht. Der gesamte Unterboden im Mittelbereich kann als Dusche verwandt werden. Der Ablauf unter der Klesana sichert, dass alles später trocken bleibt. Ich finde das unglaublich, was man hier geleistet hat. Und Brecht Caravan hat noch mehr zu bieten. Unter anderem einen Wohnwagen mit eingebauter Rampe. Das Besondere ist, erstmals kann man mit Rampe die Tür schließen. Und der Wohnwagen ist natürlich ebenfalls behindertengerecht. Auch hier ist das Bad und die Dusche ohne Tür erreichbar. Die Sitzgruppe und das Bett und ganz wichtig, ein breiter Gang. Hier kann man auch mit einem Rollstuhl fahren. Oder auch mit einem Rollator. Die Rampen halten übrigens 350 Kilo.
und der neue Hobby, der schon von Hobby vorbereitet ist, ermöglicht es, ganz andere Dimensionen jetzt zu nutzen. Ebenfalls das Bad ohne große Tür, ein sehr breiter Gang und Einzelbetten. Dazwischen genügend Raum, um auch einen Rollstuhl zu parken. Überhaupt sind die Wohnwagen mit 2,50 Meter breit genug, um ausreichend Freiheit zu gewähren. Jetzt wäre ich gespannt, was ihr dazu sagt. Sind das nicht tolle Ideen? Ist das nicht eine tolle Möglichkeit, auch mit Behinderten oder Rollstuhlfahrern in Zukunft wieder Campingurlaub zu machen? Ja, war nicht ganz richtig, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt natürlich schon andere Hersteller und es gab auch schon Wohnmobile und Wohnwagen für Rollifahrer. Also das ist jetzt nichts Neues, gab es vor 30 Jahren schon, hat mir letztens einer schon geschrieben. Aber es ist halt nicht alltäglich und ganz wichtig, gerade hier auf der Messe findet man eigentlich nichts. Also bis auf den, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich glaube, da muss ich was tun. Denn unsere Gesellschaft überaltert, genau wie alle anderen Gesellschaften auch. Und hoffen wir es einfach nicht, dass wir ihn jemals brauchen. Aber wenn wir es brauchen, ist damit nicht Ende mit Camping. Abgesehen davon, und das ist jetzt wirklich eine traurige Geschichte, wir kennen jemanden, der hat jetzt Long-Covid, die haben wir kennengelernt im letzten Herbst. Die Frau ist jetzt auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Wir wissen von der Familie, die haben wir im Urlaub kennengelernt, dessen Sohn ist irgendwann schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Also es geht wirklich so schnell und es kann jeden treffen. Und dann möchte man seinen schönen Urlaub einfach weiterleben können. Ja, wir machen weiter auf der Messe, mal gucken, was wir noch so finden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.